Willkommen zum ersten Lounge-Review von Frequent Traveler TV. Heute in Johannesburg sind wir in der... Ja, wie heißt die Lounge eigentlich? Bleibt einfach dabei, ihr habt es in der Überschrift und nach dem Intro geht es mit dieser Lounge weiter. Aber wir fangen zuerst mit der Aspire Lounge an. Warum, erklärt sich auch nach dem Intro. Also, bis nach dem Intro. Ja, hier in Johannesburg, normalerweise ist man in der Aspire Lounge als Lufthansa oder Swiss First Class oder Business Class Passagier. Im Moment ist diese Lounge leider geschlossen, deshalb müssen wir, hinter mir seht ihr die Rolltreppe, runtergehen, respektive dann die Rampe nehmen, weil die Rolltreppen nicht in Funktion sind. Ja, schade eigentlich, Aspire Lounge habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren mal besucht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Erinnere mich aber nicht mehr wirklich dran. Es gibt aber unten eine Lounge, die aktiv ist und da gehen wir jetzt hin. Nach einem kurzen Weg ist man schon in der Shongololo Lounge, was einfach auf Zulu nichts anderes heißt als Minischwein, wenn ich das richtig erklärt bekommen habe in der Lounge. Diese Lounge ist keine Vertragslounge der Lufthansa oder der Swiss. Da kommt ihr wirklich nur rein, wenn ihr Priority habt oder wenn ihr nebenan vom Café den Lärm hört. Also ansonsten gehen wir doch einfach mal in die Lounge rein. Ich habe euch ja schon etwas von der Lounge gezeigt. Ihr habt ja gesehen, was es an alkoholischen Getränken gibt. Es gibt Cola, Fanta, Sprite, hätte ich was gesagt, Bier ohne Ende Alkohol. Also das ist gesorgt. Kulinarisch werde ich gleich einige Sachen für euch ausprobieren. Ihr merkt, die Leute hier sind lautstark. Geduscht habe ich für euch ja auch. Willkommen hier in den Lounge-Bereich mit der Dusche. Ja, wie in jedem wunderbaren Lounge gibt es auch eine Dusche. Zu Covid-Zeiten nicht ganz selbstverständlich, aber hier gibt es eine Dusche. Ich bin dankbar, weil ich kann mich jetzt einmal wirklich refreshen. Und ja, ich habe mir den Schlüssel vorne an der Rezeption abgeholt, habe die Nummer 1 bekommen und dann lasst uns doch direkt da hingehen. Ich gehe zur Nummer 1 und dann schauen wir mal. Ja, die Nummer 1. Schlüssel rein, ich habe schon aufgemacht, damit es kein Drama gibt. Hier seht ihr das ganze Spektakel, wunderbar. Kleiderbügel und dann nicht vergessen, den abzuschließen. Ihr merkt das auch schon, das Echo.
Hier ist das Waschbecken mit einem Föhn und dann natürlich auch die Towels. Und man soll die Air Dryer jetzt nutzen, weil man aufgrund von Covid, ihr seht es hier, nicht mehr die Papiere befüllt. Ja, Waschbecken ganz klar hier unten. Dann habe ich meine Tasche schon abgestellt und meine Amenity Kits und natürlich eine Toilette. Und von der Dusche her hier vorne geht das los. Sehr geräumig, sehr groß, sehr toll. Ja, also ich denke mal, dass man alles hat. Ihr habt auch in der Dusche dann direkt das Wasser. Ich mache es euch einfach mal an. Ja, ist doch top. Mit Waschmittel, Shampoo und so weiter. Also da kann man doch nichts mosern. Ihr seht hinter mir, das Wasser rauscht. Ich werde mich jetzt fertig machen. Ich werde euch doch den Anblick ersparen mit dem Echo und meines. Ich bin dann gleich wieder für euch da nach der Dusche. Also, dann wieder frisch. Ja, nach einer Dusche fühlt man sich direkt wieder frischer. Putz mir noch die Zähne für euch, auch wenn das T-Shirt so aussieht, dass dasselbe ist wie vorher. Nein, es ist ein frisches. Ich habe da einen Fünferpack bei Amazon Basic gekauft. Also insofern, ihr merkt, nebenan ist auch die Tür auf und zugehen. Hier wird geduscht, es gibt zwei Duschräume. Zähne putzen für euch und dann Haare machen und Attacke und dann geht es direkt weiter. Also, ich bin frisch, bis danach. Deshalb vorher das Duschen, damit ihr das auch einmal sehen könnt, wie es ist. Ansonsten eine ganz rustikale Lounge, robust, qualitativ hochwertig, Internet ist auch annehmbar. Ob das jetzt daran liegt, dass die Leute hier von ihren Flügen nicht so Gebrauch machen und damit dann halt nicht so viele Leute da sind, damit das Internet funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe es vom letzten Mal nicht mehr in Erinnerung. Also insofern wissen wir, das Internet funktioniert und lass uns doch einfach was zu essen machen. Schauen wir doch einfach mal, wie es schmeckt. Erstmal die Maske abnehmen. Gucken, dass wir das ordentlich öffnen, ohne die Pfoten zu verbrennen, weil heiß ist es. Und natürlich geht das Plastik auch kaputt. Ich habe mich für Beef Stroganoff entschieden mit
Penne. Und es gibt da andere Sachen. Da war es zum Beispiel Butter Chicken Indisch oder was mit Reis. Auch lokale Sachen. Also sehr, sehr viel Auswahl. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie Beef oder Cow, wie man das hier so schön sagt, wie das schmeckt. Alles natürlich Covid-sicher. Ich finde das gar nicht so schlecht mit dem abgepackten. Oh, da ist auch Pfeffer drin und Salz. Können wir nachwürzen im Zweifelsfall. Lass uns doch einfach mal schauen, wie das so schmeckt. Haben wir ein bisschen Kuh, ein bisschen Nudel und dann. Warm ist lecker. Ich darf nur die Aluschale anfassen. Also insofern, ich esse das jetzt erstmal. Ich kann hier nur noch ein Fazit ziehen für diese Lounge, und die Shololulu Lounge ist eine super solide Lounge, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Duschen war super, auch das Essen war gut, die Auswahl war gut, die Stunden haben wir dort sehr gut verbracht, auch das Meeting. Also alles in allem Daumen hoch als Fazit.